Jede Woche neu. Der Inside Handy News Flash. Trends, Tests, Tarife. Inside Handy. Einfach wissen. Sicherheitsexperten warnen: Finger weg vom Online-Banking mit dem Smartphone. Der SMS-Markt bricht in Zeiten von WhatsApp und Facebook weg. Die Mobilfunkkonzerne wollen dem mit einer neuen Idee entgegenwirken. Und ein Deutscher übernimmt das Ruder bei Research in Motion. Um das und vieles mehr geht's in unserem neuen Inside Handy News Flash. Ich bin Frank Preis. Hallo. Besser kein Banking per Smartphone. Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor der falschen Nutzung des Smartphones für Online-Banking. Nur wenn die Kunden die TANs per Handy empfangen und die Transaktion über den PC durchführen, sei die Sicherheit gewährleistet. Für den Nutzer ist es aber verführerisch, beide Vorgänge nur über das Smartphone laufen zu lassen. Betrüger haben dann aber bei Verlust oder über Schadprogramme die Chance, TANs und Kontodaten auszuspähen und zu missbrauchen. Banken und Sparkassen kennen die Sicherheitsproblematik. In ihren Geschäftsbedingungen für das Online-Banking sichern sie sich jedoch dagegen ab, indem sie den Kunden vorschreiben, Handy plus PC zu benutzen. Windows Phone überholt schon bald iOS. Noch spielt Windows Phone eher eine untergeordnete Rolle auf dem Markt der mobilen Betriebssysteme. Um nur in die Reichweite von Android und iOS zu kommen, müssten massig Smartphones mit dem Microsoft OS unter das Volk gebracht werden. Die Marktforscher von iSupply halten das nicht für unwahrscheinlich und gehen davon aus, dass Apples Betriebssystem in 3 Jahren nur noch der 3. Platz hinter Googles Android und Microsofts Windows Phone bleibt. Der Hauptgrund, der die Analysten zu dieser Annahme verleiten lässt, ist die Kooperation zwischen Microsoft und Nokia. Spätestens mit dem Nokia Lumia 900 soll eine Grundlage für die Eroberung des Marktes geschaffen worden sein. Deutscher wird neuer RIM-Chef. Nachdem der angeschlagene BlackBerry-Hersteller Research in Motion mehrere Rückschläge einstecken musste, wurde nun ein neuer Firmenchef ernannt. Der Deutsche Thorsten Heinz löst die Doppelspitze, bestehend aus Mike Lazaridis und Jim Borsali, ab. Die früheren Chefs ziehen sich aber keinesfalls komplett aus dem Geschäft zurück. Lazaridis wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des neuen Innovationskomitees. Borsali bleibt Vorstandsmitglied des Unternehmens. Heinz, der vor 4 Jahren von Siemens zu RIM wechselte, sieht seinen Konzern in den nächsten Jahren unter den Top 3 der weltweiten Smartphone-Hersteller. Um dies zu erreichen, will Heinz zukünftig Entwicklungsprozesse forcieren, ohne dabei die Produktion der einzelnen Geräte zu verzögern. Smartphone-App enttarnt Blüten. Wasserzeichen, Hologramme oder Folienstreifen. Es gibt viele Möglichkeiten, Geldscheine auf ihre Echtheit zu prüfen. Nun gibt es eine neue, weitaus sicherere. Professor Volker Lohweg von der Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat mit seinem Team eine Smartphone-App entwickelt, die Blüten identifizieren kann. Die App identifiziert mit Hilfe von Bildverarbeitung und Mustererkennung, ob die Banknoten echt oder falsch sind. Das soll schon mit einer durchschnittlichen Kamera am Smartphone funktionieren. Falschgeld könnte so auch im täglichen Gebrauch für Laien schnell als Fälschung enttarnt werden. Die Anwendung soll zeitnah auf den Markt gebracht und somit für jeden nutzbar sein. Damit die App auf dem eigenen Smartphone funktioniert, muss die Auflösung mindestens 600 dpi betragen. Mobilfunkanbieter wehren sich gegen WhatsApp. Telekom, Vodafone und Telefonica O2 wollen in Deutschland ein gemeinsames Kommunikationsprodukt auf den Markt bringen, um die Abwanderung ihres SMS-Geschäfts ins Internet zu stoppen. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus soll in diesem Frühjahr ein gemeinsamer Messaging-Dienst auf den Markt kommen, der vom Branchenverband GSMA entwickelt und den Namen Rich Communication Suite Enhanced, kurz RCSE, trägt. Über den Dienst sollen die Nutzer Textnachrichten, Sprache, Bilder, Videos und Dateien austauschen können. Die Telekommunikationsunternehmen reagieren mit diesem Bündnis auf die Erosion ihres SMS-Geschäfts. Immer mehr Nutzer weichen auf kostenlose Apps wie WhatsApp oder Facebook aus. Samsung zieht vorerst den Kürzeren. Im April 2011 zog Samsung gegen Apple vor Gericht. Der Grund sind 7 Patente, die das südkoreanische Unternehmen vom iPhone-Hersteller verletzt sieht.
Nun hat das Landgericht Mannheim die erste Klage abgewiesen. Eine Begründung steht noch aus. Zwei Optionen stehen im Raum. Entweder Apple hat keine Rechte verletzt oder Samsungs Patentansprüche sind veraltet. Das vermutet der Patentexperte Florian Müller in seinem Blog. Sollten Samsungs Ansprüche auf die Rechte tatsächlich abgelaufen sein, so ist es wahrscheinlich, dass das Gericht auch die anderen Patente ablehnen könnte, so Müller. Falls Apple in diesem Fall die Rechte nicht verletzt hat, könnte Samsung mit den anderen Klagen erfolgreich sein. Das war der Inside Handy News Flash. Woche für Woche die neuesten Trends, Tests und Tarife. InsideHandy.de. Einfach wissen.